Alle Jahre wieder kommt noch vor dem Christkind unser lieber Kaiser in unsere Wohnzimmer. Wir sehen ihm zu und denken uns, ja, jetzt kann das Fest der Freude beginnen. Wir schalten in die Residenz seiner Majestät. Ja, Lugner, ich könnte jetzt auf Anhieb nicht sagen, ist er das Christkind, der Weihnachtsmann oder das Rentier? Exzellenz, ich bin doch eine Glücksfee und ich kann dem Kaiser 3 Wünsche erfüllen. Danke, kein Bedarf. Majestät, haben wir jedes Jahr einen Brief ans Christkind geschrieben. Na, da kann der Kaiser aber lang warten. Das Christkind ist total überlastet. Und deshalb helfen wir Glücksfeen aus. Verstehe. Und welche Wünsche kann er so erfüllen? Na, jeden. Ausgezeichnet. Dann wünsche ich mir, dass er verschwindet. Ich bin aber eine gute Fee und das ist ein böser Wunsch. Ansichtssache. Also gut. Ich wünsche mir blondes, lockiges Engelshaar. Na, wenn's weiter nichts ist. Respekt, gute Fee. Ich sage dem Kaiser sofort Bescheid. Na, wann's wollen, kann ich Sie da hineinzaubern zum Pinguin? Na, dann halt nicht. Meine Damen und Herren, willkommen zur Audienz. Willkommen zu einer fröhlich-besinnlichen Weihnachtsaudienz hier am österreichischen Hofe. Weihnachten ist das Fest der Liebe, aber auch das Fest der Wünsche. Mancher wünscht sich, wieder Kanzler zu werden, der andere endlich Vizekanzler zu werden. Ein Dritter wünscht sich, dass, abgesehen von seiner Frau, überhaupt noch irgendjemand mit ihm redet. Seine Frau wiederum wünscht sich, dass im Parlament überhaupt irgendjemand mit ihr redet. Mancher wünscht sich einen Goldbarren, ein anderer einfach nur eine Sporttasche voller Geld. Doch unser lieber Kaiser wünscht sich nichts anderes, als heute Abend bei Ihnen zu sein. Die Hymne wird heute vorgetragen von den Golden Gospel Singers unter Leitung von Stella Jones. Dann darf ich Sie alle bitten, sich für unseren geliebten Kaiser zu erheben. Seine allerhöchste apostolische Majestät, Robert Heinrich I., Kaiser von Österreich. Thank you.
Geliebtes Volk, liebe Untertanen, wir, Robert Heinrich I., durch Gottes Gnaden Kaiser von Österreich, finden gerade zu Weihnachten, in der besinnlichen Zeit, sollte man darauf achten, sich darauf besinnen, dass es sehr bedenklich ist, dass man so viel bedenken muss. Am besten, man schaut darauf, dass man, solange man noch bei Besinnung ist, bedenkt, dass man sich darauf besinnen soll, dass man sich keine sinnvollen Bedenken mehr machen sollte. Irgendwas ist heute anders, sei verstanden. Haben Sie neue Krawatten? Nein, Majestät. Aha. Wer hat da so schön gesungen, Seifenstein? Majestät, es handelt sich um die Golden Gospel Singers unter der Leitung von Stella Jones. Ah. Bravo. Dankeschön. Schau. Stella, wir dürfen Sie Stella nennen? Natürlich, Eure Majestät. Dürfen Sie auch Sterndi nennen? Natürlich. Sterndi. Eure Majestät. Aha. Hör mal deinen ganz leichten deutschen Akzent? Ja. Wirklich? Wohl wahr? Ja. Um Gottes Willen, was ist passiert? Nun ja, die Geschichte fing an, ich bin geboren in Deutschland, in Berlin. Aber ich bin schon fast mein ganzes Leben lang in Österreich und ich fühle mich hier so wohl. Und ich hoffe, dass ich trotzdem, trotz meines deutschen Akzents... Es ist nur furchtbar, wenn man mit ansieht, dass da eine Österreicherin sitzt, die gefangen ist in einem deutschen Körper, gell? Ja. Ironie des Schicksals. Wie ist Ihr Werdegang? Wann hat sie denn angefangen, Musik zu machen? Also, ich wollte von klein auf Musikerin werden. Ja. Ich habe meine Mama und meinen Vater damals schon ganz klein begleitet, als ich im Jazzclub mitgehen durfte sozusagen. Und mir war klar, seit ich 5 Jahre alt bin. Wirklich? Ja, wollte ich. Mit 5 schon? Wusste ich schon, ja. Im Jazzclub, mit 5 im Jazzclub? Ja, Rungen. Ja. An der Kracht, an der Whisky. Ja, na, damals nicht, nein. Aber natürlich... Jetzt schon? Nein, jetzt auch nicht. Welche Erfolge hat es denn gehabt mit Ihrer Stimme, Seifenstein? Nun, Majestät, nachdem Frau Jones erste Erfahrungen im Musical gesammelt hat, wie zum Beispiel der Rocky Horror Show, Mozart Mania oder Little Shop of Horrors, wurde sie 1992 mit dem Birthday Song erstmals einer breiteren Bevölkerungsschicht bekannt. Hoftonstelle, bitte. Zu welchem Anlass spielt man das? Zum Geburtstag, Majestät. Ah, ein Weihnachtslied, wenn der Jesus Geburtstag hat. Ja, klar. Ne? Feiern Sie Weihnachten selber oder muss sie da arbeiten? Nein, ich feiere Weihnachten mit meiner ganzen Familie und mit Freunden. Ja, ganz traditionell. Bei uns kommt noch das Christkind. Ja. Das Christkind und nicht der Weihnachtsmann. Nein. Komm mal eben hoch. Nö. Komm mal rüber, Alter. Ja, genau. Was hat denn in deinem Sack? Jetzt mal runter von der Oma. Zeig mal her, Alter. Ja. Mach mal auf. Mach doch mal auf. Hat sie international auch schon Erfolge gehabt? Ist sie auch aufgetreten, irgendwo anders als in Österreich? Ja, also in ganz Europa. Ich bin mit ganz vielen Gruppen unterwegs, ganz vielen Leuten, die man auch kennt aus Film, Funk und Fernsehen. Wirklich? Und ja, habe viel auch im Fernsehen gemacht. Und ja, auch drüben in den States habe ich viel gearbeitet. In den States? Wo ist das? Auf der anderen Seite des Meeres. Ich vermute, es sind die Vereinigten Staaten von Amerika gemeint. Also das States. Interessant in dem Zusammenhang ist, dass Frau Jones im Jahre 1995 für Österreich am Eurovision Song Contest teilgenommen hat, Majestät. Und wie viel das sie waren? 13. die Hälfte. 13. Das ist in Österreich fast so, als hätte man gewonnen. Fast.
Und seit wann macht sie das mit diesem Gospelchor? Das mache ich jetzt schon seit fast 20 Jahren. Wirklich? Ja, wir haben nächstes Jahr unser großes Jubiläum. Ja. Ja, und das macht Riesenspaß und ich habe wirklich die Freude. Ja, das hört man. Ja, großartig. Ja. Bravo, bravo. Ja. Ja, aber da was sehen, Seifenstein? Sehr gerne, Majestät. Und zwar konzertiert dieser Chor sehr gerne in der wunderschönen Wiener Votivkirche. Hofbildstelle, bitte. Well, well, I sing. Wie viel der Platz in der Kirche? Erster. Erster, also süß. Dann trete ich auch nochmal in der Kirche auf. Ne? Erster. Nein? Nein? Ja, vielen herzlichen Dank. Seifenstein, die bleiben da, oder? Selbstverständlich, Majestät. Die Golden Gospel Singers werden uns heute den ganzen Abend musikalisch begleiten. Na, dann. Also sie darf sich zurückziehen, aber nur bis da drüben, gell? Okay. Dankeschön, Eure Majestät. Dankeschön. Alles in Ordnung, Seifenstein? Ich weiß nicht, Majestät, irgendwie, irgendwas ist heute anders. Ja. Also, haben wir was in der Post, Seifenstein? Sehr wohl, Majestät. Pamela Rendi-Wagner hat geschrieben. Also gut, schreiben Sie ihr, wir kommen morgen in die Praxis und lassen uns impfen. Majestät, sie schreibt nicht in ihrer Eigenschaft als Ärztin, sondern als Vorsitzende der SPÖ. Hat's das komische Hobby noch immer? Offenbar. Sie schreibt, Eure Majestät, da ich als SPÖ-Vorsitzende jetzt wieder fest im Sattel sitze. Ja, man kann natürlich fest im Sattel sitzen und trotzdem ein Chromo bereiten. Ne? Das ist möchte ich Eure Majestät fragen, wie ich denn die SPÖ positionieren sollte, damit sie in Zukunft wieder erfolgreicher wird? Na ja, sagen Sie, sie soll aufs Thema Migration setzen. Das funktioniert in Österreich. Im Prinzip korrekt, Majestät. Aber gegen die Migration sind ja schon FPÖ und ÖVP. Das wäre kein Alleinstellungsmerkmal. Also gut, dann soll ich was gegen den Klimawandel sagen, nicht? Wichtiges Thema, Majestät. Allerdings haben sich den Kampf gegen den Klimawandel bereits die Grünen auf ihre Fahnen geheftet. Also gut, bitte soll sie auftreten gegen Korruption und Postenschacher, nicht? Ausgezeichnet, Majestät. Allerdings hat die SPÖ da selber keine weiße Weste und das haben eigentlich die Neos zu ihrem Geschäft erklärt. Also bitte, dann soll sie sich einen Welpen kaufen und schauen, dass es aufs Cover von der Kronenzeitung kommt. Peter Siedlow hat geschrieben. Aha. Ah, ja. Was will er? Nun, Majestät, es handelt sich bei ihm um den geschassten Vorstand der Casinos Austria. Und er schreibt, Majestät, bitte, das ist urunfair. Sie haben mich bei den Casinos hinausgehaut, weil ich angeblich keine Qualifikationen habe. Dabei war ich voll die Führungskraft in der FPÖ Alsergrund. Die Koffer, also die Mitglieder dort, habe ich voll im Griff gehabt. In Wahrheit wollen sie mich nur nicht, weil ich ein Blauer bin. Bitte Hilfe! Ja, schreiben Sie ihm, er soll mal ins Casino gehen und sich so einen Roulette-Tisch genauer anschauen und dann schauen, welche Farben es auf dem Roulette-Tisch gibt. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig hat geschrieben. Aha. Sympathischer Kerl, was will er denn? Er schreibt, Eure Majestät, Wien ist zur drittunfreundlichsten Stadt der Welt gewählt worden. Ich finde das ungeheuerlich. Ich bitte Eure Majestät, etwas dagegen zu unternehmen. Ja, Moment. Die drittunfreundlichste Stadt der Welt? Wer hat denn das gewählt, bitte? Ja, Majestät, es wurden insgesamt über 20.000 Manager, sogenannte Expatriates, befragt. Das ist ja furchtbar. Seifenstein, schreiben Sie ihnen ein, Sie sind ja wohl angeregt, Gusch! Zu Befehl, Majestät.
sonst noch was selbstverständlich? Majestät, unser Schatzmeister hat mir mehrere Belege zukommen lassen, die, sagen wir, problematisch sind. Aha, welche? Nun, Majestät, hatten letzte Woche eine Yogastunde mit einer Privatlehrerin für 3.700 Euro, eine Thai-Massage für 4.900 Euro und mehrere Einheiten rhythmischer Sportgymnastik für insgesamt 8.600 Euro. Ja, wo soll denn das Problem sein, bitte? Der Schatzmeister beklagt, dass die Augenweide in letzter Zeit immer öfter Einblick in die Belege nehmen will und sie ist dann, sagen wir, not amused. Aha, na ja. Dann sagst du dem Schatzmeister, er soll ein paar so Essensrechnungen besorgen und die Belege austauschen und das Ganze in Essenseinladungen umwandeln. Mit Verlaub, Majestät, mit wem wollen denn Majestät derart oft und teuer essen gegangen sein? Na ja, mit Ehren. Das war die Post. Was haben's denn, Seifstein, die Majestät, ganze Zeit? Bevor es weitergeht, dürfte ich um eine winzige Unterbrechung bitten. Na ja, bitte. Danke, Majestät. Lugner. Wer bin ich? Also schön, gute Fee. Dieses Gestrüpp macht mich wahnsinnig. Runter damit. Exzellenz, das wäre dann aber schon Ihr zweiter Wunsch. Ja, na und? Hopp. Na, wie Sie wollen. Simsalabim. Na Gott sei Dank. Aber vorher hat er mir besser gefallen. Wer kommt jetzt, Seifenstein? Jemand ganz besonderer, Majestät. Die österreichische Ausnahmeschauspielerin Verena Altenberger. So elegant ist sie, Altenberger. Sagen Sie mal. Wo ist sie denn angereist? War sie schon in Wien oder ist sie extra hergekommen? Sie ist extra hergekommen. Von? Aus München. Was hat sie dort gemacht? Einen Film gedreht. Was hat sie da gespielt? Dürfen wir fahren? Oder ist das noch geheim? Ja, viel darf ich noch nicht verraten, na, aber eine Komödie. Eine Komödie? Eine Liebeskomödie. Das noch dazu? Ja. Na klar, wenn es noch so ein fesches Mehl ist, eine Liebeskomödie. Ja. Trinken wir was? Unbedingt. Wie ist sie denn zum Schauspiel gekommen? Ha? Ich wollte schon immer Schauspielerin wirklich? Werden. Wirklich? Hat sie das immer schon gewusst? Ja. Ja? Ja. Seifenstein? Majestät? Glauben Sie, können Sie den Vorwärts motivieren, dass der uns auch ein Glasl bringt? Ich hoffe, Majestät. Vorwärts. So. Vielen Dank. Seifenstein? Majestät? Sind Sie doch so lieb, erzählen Sie uns ein bisschen was über Ihren Werdegang. Sehr gerne, Majestät. Frau Altenberger absolvierte sowohl ein Schauspiel als auch ein Publizistikstudium und gehörte zum sogenannten jungen Ensemble des Burgtheaters, wo sie unter anderem in Alice im Wunderland, Bonnie und Clyde oder dem gestiefelten Kater mitwirkte. Aha, also so hat's angefangen? So habe ich angefangen. So, und dann? Zum Wohl. Und dann? Bist du dann weitergegangen? Bin ich in den Film abgerutscht. Oh je. Furchtbare Leute, gell? Oh, wahnsinnig nette Leute. Warum hat sie eigentlich am Reinhardt-Seminar nicht die Aufnahmeprüfung gemacht? Hm? Ich habe sie gemacht. Sie hat sie gemacht? Und? Ja. Die wollten mich nicht. Das können wir besser. Dankeschön. Erst auf unser Stichwort. Ja, warte. Warum ist sie eigentlich ins Reinhardt-Seminar gegangen? Die wollten mich nicht. Oh! Ein bisschen mehr Empathie, das ist eine Schauspielerin. Die spürt das doch, dass das nur gespielt ist. Das, ehrlicher, so wie wenn der Hund stirbt, sowas. Ne? Warum war sie eigentlich nicht am Reinhardt-Seminar? Sie wollten mich nicht. Oh!
Das klingt, als hätte Rapid nicht mehr das Tor geschossen. So, wie am Fußballplatz klingen die so. Man kriegt ja keine Schauspieler mehr fürs Auditorium. Die haben alle die Aufnahmeprüfung im Reinhardt-Seminar nicht geschafft. Also, und natürlich ist es eine Schande für das Reinhardt-Seminar, dass es sie nicht genommen hat. Sie hat eine Weltkarriere. Was hat sie denn alles gemacht? Erzählen Sie mal ein bisschen was, Seifenstein. Nun, Majestät, vielleicht könnten wir auf diese Geschichte nur noch ganz kurz zurückkommen. Na? Angeblich wurde Frau Altenberger nicht genommen, weil sie den Text nicht auswendig konnte. Was? Sie hielt ein Textbuch in der Hand und rezitierte so. Und das haben die nicht wollen? Die haben gesagt, auswendig lernen, oder was? Ja, verrückt, oder? Ja, ein Schauspieler, der seinen Text kann, ausgeflippt. Ja. Aber was Einfacheres für Sie, dass Sie jetzt diese Aufnahmeprüfung nachholen? Das würde ich vorschlagen, Meister. Ich finde das ganz überhaupt ausgesprochen unfair. Wenn jemand die österreichische Bundeshymne fehlerfrei auswendig singen kann, ist er doch deswegen noch lange kein guter Fußballer. Ja. Also, dann kann sie den Text doch ruhig auch nehmen und aus dem Text vortragen. Ja? Also, vormärz! Was wollen Sie uns damit sagen, Seifenstein? Ich habe einen besonderen Text vorbereiten lassen. Ein Text, der Majestät besonders zu Herzen geht. Ah, meine Lieblingsgeschichte. Ja, ja, ja. Ja, wir suchen es jetzt aus. Die ist lustig, spannend, traurig, informativ, hat Wendungen, die ist großartig. Da, bitte. Wenn Sie uns die vorlesen könnten. Die Geschichte vom Suppenkasper. Ja, genau. Der Kasper, der war kerngesund, ein dicker Bub und kugelrund. Ja. Er hatte Backen rot und frisch. Schau. Die Suppe aß er hübsch bei Tisch. Ja. Doch einmal fing er an zu schreien. Ich esse keine Suppe, nein, ich esse meine Suppe nicht, nein, meine Suppe esse ich nicht. Ja. Er hat seinen Punkt jetzt richtig klar gemacht. Ja, absolut. Also das frisst er jetzt einmal sicher nicht. Weiter. Jetzt wird es nämlich spannend. Am nächsten Tag, ja, sieh nur her, da war er schon viel magerer. Da fing er wieder an zu schreien. Ich esse keine Suppe, nein, ich esse meine Suppe nicht, nein, meine Suppe esse ich nicht. Ist es ein bisschen redundant? Kommen wir jetzt vielleicht zum Happy End gleich? Am dritten Tag, oh weh und ach. Nein, das Happy End. Ah, direkt? Ja, unten. Und war am fünften Tage tot. Ende gut, alles gut. Und der Moral von der Geschichte, wenn du keine Suppe essen willst, iss keine Suppe und quäl die anderen Leute nicht damit, dass du das nicht essen willst. Also das hat sie großartig gemacht. Also wenn sie uns das so vorgelesen hätte und wir in dieser Kommission gesessen hätten, wir hätten sie sofort aufgenommen. Ganz meine Ansicht, Majestät. Sie hat ja im China einen großen Hit gehabt, gar nicht allzu langer Zeit. Sehr große Aufmerksamkeit erregte die schauspielerische Leistung von Frau Altenberger in dem Film Die Beste aller Welten, wo sie eine drogenkranke Mutter spielt. Den haben wir gesehen, der war außergewöhnlich. Zeigen Sie uns ein Beispiel, Seifenstein. Sehr gerne, Majestät. Hofbildstelle, bitte. Kannst du eigentlich von Dämon besessen werden? Dämon kannst du nur haben, wenn du im Arsch bist. Ist die Mama im Arsch? Ja, das war ein außergewöhnlicher Film. Ganz brav. Dankeschön. Ja. Vielen Dank. Dankeschön. Erzähl es den Leuten, die das nicht gesehen haben, diesen wirklich großartigen Film. Und ich kann das jedem nur ans Herz legen, diesen Film anzuschauen. Erzähl es den Leuten ganz kurz, worum es da geht. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Es ist die wahre Geschichte des Regisseurs Adrian Golginger, der mit einer heroinabhängigen Mutter aufgewachsen ist, die 9 Jahre heroinabhängig war und gekämpft hat zwischen der Sucht, die der Adrian auch im Nachhinein immer als Krankheit verstanden hat, und der Liebe zu ihrem Sohn. Und es waren leider viele Jahre lang gleich große Mächte, die da in ihr gekämpft haben. Aber die Liebe hat gewonnen. Bravo. Und dann
Und dann hat sie in Deutschland aber was ganz was anderes gemacht. Das ist aber auch lustig. Also auch lustig, das ist lustig, nicht? Ich nehme an, Majestät, meinen Magda macht das schon. Ja, das. Frau Altenberger spielt darin eine polnische Altenpflegerin. Und das Besondere ist, sie musste sich den polnischen Akzent dafür erst anlernen. Aha, das hat sie gelernt, einfach so, den Akzent. Wie hat sie das gemacht? Mit einer Bekannten, ja, die mir jede einzelne Textzeile 4 Jahre lang auf mein Handy gesprochen hat und ich mir das 100 Mal am Tag angehört habe. Also sie hat eine außergewöhnliche Begabung, sich jedes Idiom anzueignen. Das finden wir großartig. Wo kommt das her, Seiferstein? Nun, Majestät, eine Möglichkeit wäre, dass offenbar Frau Altenbergers Mutter ihr schon einen sehr, sehr spielerischen Umgang mit Sprache beigebracht hat. So schlug sie ihr zum Beispiel vor, klassische Gedichte zu rappen. Was? Stimmt. Sehr großartig. Das wollen wir machen, Seiferstein. Sehr gerne, Majestät. Vormärz, Biedermeier. Das machen Sie jetzt für uns. Oh Gott. Nein, wir sind der Kaiser, also es ist viel zu viel. Husch. Sie darf sich keins aussuchen. Also, Bürgschaft oder Erlkönig? Den Erlkönig. Den Erlkönig, ja. Also, ne? Den Beat, ne? Wofür haben wir einen Gospelchor, oder? Oh, das ist gut. Ja, warte ein bisschen. Und bitte. Aber ist es ein Duett? Nein, wir machen nur. Er reitet so spät durch Nacht und Wind. Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl in dem Arm. Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. Mein Sohn, was wirkst du so bang? Dein Gesicht, siehst Vater, du den Erlkönig nicht. Den Erlenkönig mit Kron und Schweif. Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. Du liebes Kind, komm, geh mit mir, gar schöne Spiele spiel ich mit dir. Manch bunte Blumen sind an dem Strand, meine Mutter hat manch Glöckchen gebannt. Aha. Ende. Danke. Großartig. Großartig. Danke, Mama. Ja. Mütter, gell? Ne? Also, am liebsten würde man sie ja da behalten. Ach so. Und sie gar nicht mehr nach Deutschland gehen lassen. Ne? Ja, dann. Ja, am besten in unsere Privatgewächer. Ja? Sie darf sich zurückziehen, wir kommen dann gleich nach. Ja? Und ja, nicht brav sein, gell? Ja. Wir retten dann. Ja. Seiferstein, haben wir einen Film? Sehr wohl, Majestät. An diesen Film erinnere ich mich aber nicht sehr gerne zurück. Ich habe mir doch große Sorgen um Eure Majestät gemacht. Die Wahrheit ist dem Volke zuzumuten, Seiferstein. Wenn Majestät meinen, Hofbildstelle, bitte. Wochen Champagner. Hallo, wer da? Majestät, ich bin es. Seifenstein. Das kann ja jeder behaupten. Wie lautet das Passwort? Ich bin ein Poet. Was für ein Poet? Ein Onomatopoet. Wie macht der? Korax, Korax. Wie heißt du? Ich bin ein lieber schwarzer Rabe. Das Passwort ist richtig. Also was wollen Sie, Seifenstein? Majestät, nachdem ich das Passwort richtig gesagt habe, könnten mich Majestät doch auch hereinlassen. Ja.
Das könnten wir, machen wir aber nicht. Zuerst sagen Sie, was Sie wollen. Ich wollte Majestät lediglich versichern, dass es hier draußen sicher ist. Majestät können den Bunker also getrost verlassen. Aha, es ist sicher da draußen, ja? Sicher nicht! Aber Majestät, seit Monaten verbringen Majestät schon allein in diesem Bunker. Das ist doch nicht gesund. Ah, und da draußen ist es gesund. Draußen ist es gesund. Und was ist mit dem Feinstaub, mit dem Klimawandel? Die Polkappen schmelzen, überall Unwetter und Überschwemmungen. Die Vögel und die Bienen sterben aus und Gift in unserem Essen. Und im Meer schwimmen Milliarden Tonnen Plastik um und um. Und das soll gesund sein, Seifenstein. Und das Schlimmste, das Allerschlimmste, überall Politiker. Also diesbezüglich können Majestät ganz getrost sein. Wir haben seit geraumer Zeit eine Expertenregierung, in der sich kein einziger Politiker befindet. Ach so? Ja, Majestät können herauskommen. Alles ist gut. Ja, na dann. Seifenstein. Majestät. Sagen Sie, wie lange werden wir diese Expertenregierung noch haben? Nun, Majestät, das ist extrem schwer vorauszusagen. Ja, dann schätzen Sie halt, sind das Jahrzehnte, Jahre, Monate? Majestät, ich bin mir sicher, wir reden hier ganz bestimmt noch von mehreren, um nicht zu sagen einigen. Na? Tagen? Aber Majestät! Seifenstein, wissen Sie was? Melden Sie sich wieder, wenn alle zur Vernunft gekommen sind und Österreich wieder eine Monarchie ist. Wer kommt jetzt, Seifenstein? Darf ich noch sagen, Majestät, ich bin sehr froh, dass sich Majestät entschlossen haben, doch wieder herauszukommen, denn das Volk braucht seinen Kaiser. Aber okay. Ja, wir sind ja eh da. Also. Also, wer kommt denn jetzt, Seifenstein? Der österreichische Starkoch Alex Kumpner. Kumpner, er ist ein wirklich außerordentlicher Starkoch. Er ist der erste Starkoch, den wir nicht kennen. Es ist meine Ehre, euch kennenzulernen. Ja, das ist richtig. Ich kenne euch ja nur aus dem Fernsehen und den Seifenstein auch, aber es ist jetzt richtig schön, hier zu sein, gell? Ja, mal. Er schaut gar nicht aus wie ein Koch, keine Wampen. Ja, ich koche ja auch. Na, isst man dann nicht auch automatisch? Na, man kostet immer nur. Na, kostet immer? Na, ein bisschen nur kosten zum Abschmecken. Ja. Die Köche, die dann wirklich dann so sind, ja, die schmecken dann nur mehr ab. Die kochen also nicht mehr, die fressen na, nur mehr? Da ist dann, die Bewegung ist dann schon relativ unten. Da, die sitzen dann eher auf so einem Thron. Also... Vorsicht, er wäre nicht der Erste, der nach einer Audienz im Topf landet. Vorsicht, Vorsicht. Eure Majestät, das war natürlich ein Spaß. Was wissen wir über den Spaßvogel Seifenstein? Nun, Majestät, wenn Majestät Herrn Kumpner nicht gekannt haben, dann heißt das nur, dass Majestät keine Zeit zum Fernsehen finden, denn er ist ein Fernsehkoch, der fast überall auftritt. Aha. In Deutschland, in Österreich. Mhm, Deutschland? Na ja, das merkt man. Wiewohl er in seiner Jugendzeit durchaus als Suchender bezeichnet werden darf, eine höhere technische Schule, brach er mangels Interesse ab und startete eine Kochlehre. Aha. Euer Majestät, ich war eine Grätzen. Aber richtige. Nein, 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 nein. Falsche Zeit. In unseren Augen ist es nach wie vor. Ja. Ja. Eure Majestät. Nein, sowas Freches haben wir schon lange nicht mehr da gehabt.
Ja, aber sonst wäre es ja langweilig. Na? Wir unterhalten uns eigentlich mit... Die Altenberger war jetzt da. So eine fesche, sympathische Person. Was? Ich kann nicht singen, ich kann nicht schauspielern. Gesicht, Mann. Ich kann Ihnen grießen. Ich kann nur kochen. Und abschmecken können Sie. Ihr. Ihr, Entschuldigung, abschmecken könnt ihr natürlich. Das können wir. Ja. Das wissen wir selber. Und dann sitzen wir auf unserem Thron. Was wissen wir noch über die Rotzpippen? Nun, Majestät, er absolvierte seine Kochlehre bei Werner Matt im Hilton Vienna Plaza, hat eine ganze Menge von Auszeichnungen mittlerweile errungen, die Trophäe Gourmet à la carte, zwei Hauben im Gourmillot und er gehört zu Austria's 50 Best Chefs. Schau, wirklich? Ja, wobei im Moment bin ich ja nicht aktiv. Nächstes Jahr machen wir dann wieder was und da seid ihr natürlich was eingeladen. Was heißt, er ist nicht aktiv? In der Küche meine ich das jetzt. Also bestellt er dann beim Pizzamann oder fordere ich dieses schottische Restaurant, wie heißt das? McDonald's. Ja, genau. Na, das nicht. Es ist gerade was Neues am Entstehen. Ja. Und nächstes Jahr eröffnen wir das. Er plant quasi ein Restaurant, genau, wo genau. Er. Und das gehört dann ihm oder mit Partnern? Das ist mit Partnern zusammen, ja. In Wien. Ja. In Wien, ja. Seid ihr natürlich herzlich eingeladen nächstes Jahr. Ja, genau. Und, eure Majestät, wir brauchen ganz dringend wen zum Abschmecken. Ich sag's, wie es ist. Ihr braucht jemanden, der euch ein paar Klatschen gibt. Auch das. Was macht ihn denn so außergewöhnlich als Koch Seifenstein? Nun, Majestät, Herr Kumpner ist ausgesprochen vielseitig. Zwar hat er zum Beispiel ein Kochbuch verfasst, Alex kocht, Hofbildstelle. Er widmet sich aber auch der gesunden Ernährung und zwar möchte er sie den Kindern näher bringen. So hat er zum Beispiel im ORF die Sendung Schmatzo kochen mit Wow. Hofbildstelle, bitte! Und diese Zaubermaschine macht dann Hokuspokus und entzieht dem Apfel das Wasser. Sehr spannend. Und das ist halt wirklich knusprig und eine Alternative für Chips, wenn man am Abend fernschaut. Und können wir das machen? Ja, machen wir das. Ihr macht also getrocknete Apfelringe mit Obst oder Kakao und Zimtgeschmack. Na dann, legt los. Moment. Muss man eigentlich Alex heißen, um im ORF eine Kochsendung zu haben? Nein. Da habe ich die Antwort. Entweder Alex oder Andi. Ah, der Andi heißt nicht Alex, sondern Andi. Der andere Alex heißt Andi. Der das andere Alex heißt Andi. Achso, okay. Was macht er noch, Seifenstein? Nun, also, das ist ganz interessant. Herr Kumpner bringt die Kinder nicht nur dazu, einen ungezwungenen Umgang mit frischen Lebensmitteln zu pflegen, sondern er zeigt auch, wie man Resteln verwerten kann. Ah, ja, bei uns bleibt ja auch hin und wieder ein bisschen was über. Das können meistens aber laut sagen. Na? Na, zeigen Sie mal her, zum Beispiel die Speisen, wo was überbleibt. Ja, Majestät, essen Sie ja selektiv. Hofbildstelle, bitte. Ja. Da bleibt zum Beispiel sehr oft das ganze Gemüse über. Das Bunte, die Obst und Gemüse, das lassen wir weg, weil das ist... Was kann man da machen? Einen Obstsalat. Einen Obstsalat, ja, warum nicht? Einen Obstsalat, nein. Nächste Speise, Seifenstein. Weihnachten steht vor der Tür, Majestät, essen Sie ja gerne Truthahn. Ja. Also vom Truthahn bleibt nichts über, aber da das grüne Klumpert, wer soll das essen bitte? Was macht man mit dem? Da macht man einen schönen Salat, ja, oder warmes Kraut kann man da machen. Warmes Kraut. Die Knochen muss man auch aufheben, gell, beim Geflügel, die kann man super für eine Soße ansetzen und beim nächsten Mal ist das Händel noch besser, ja. Wirklich? Ja. Schau, na? Ich glaube, Sie brauchen einen neuen Koch. Ja, dann die nächste. Ja, da. Da essen wir das Harte, das Knusprige. Das schmeckt super, aber das Schlatzige, das greifen wir nicht an. Was kann man aus dem Schlatzigen machen? An und für sich sollte man das Schlatzige essen, ja? Ja, genau. Und wenn man dann nicht schnurstracks auf die Toilette rennt, war es sogar gut. Wirklich? Ja. Deswegen riskieren wir das nicht und essen nur das Knusprige. Was wissen wir noch von dem Seifenstein? Nun, Majestät, er ist nicht nur sehr ernährungsbewusst, sondern offenbar überhaupt sehr gesundheitsbewusst. Er trainiert viel. Hofbildstelle, bitte. Oh, weh. Aha, naja, wenn man viel trainiert, dann kann man leicht so ausschauen. Das ist ja kein Grundstück. Ne? Wo trainiert er da? In der Küche? Mit den Pfandeln? Das war in Barcelona.
Aber da habe ich auch nicht trainiert, sondern Kaffee getrunken. Ja, das sieht man. Weil ein Kaffeehäferl in der Hand hat, deppert sind wir nicht. Ich mache wirklich sehr viel Sport. Aber ich mache tatsächlich nur viel Sport, damit ich noch mehr essen kann. Das klingt blöd, aber es ist wirklich so. Mhm. Ja. Was für Sport ist das? Ich will einfach nur Kalorien verbrennen. Also Leistungssport. Ich gehe eigentlich ins Fitnesscenter, wenn ich ehrlich bin. Ja. Das haben wir da ein Foto? Sehr wohl, Majestät, Hofbildstelle. Ganz uneitel im Spiegel fotografiert. Ja, ich mache das. Ja, das habe ich jetzt auch nicht gewusst, dass da sowas kommt, gell? Aber nicht. Na. Wir haben das nicht veröffentlicht, das war schon er. Ja. Und wenn er vorne ein bisschen braver gewesen wäre, hätten wir es auch nicht gezeigt. Ja, aber jetzt einmal. Okay. Ja, man kann ja das Gott sei Dank privat schalten wieder, gell? Na, jetzt nehmen wir. Das ist auf YouTube. YouTube ist forever. Hm? Ja. Ja, das ist ein Problem. Ah, blöd. Jetzt wollen wir mal schauen, ob er wirklich so fit ist, wie er da tut, Seifenstein. Lass uns unsere persönliche Fitnesstrainerin kommen. Sehr gerne, Majestät. Augenweide. So. Hinlegen. Beine hinlegen. Nein, andere Richtung. Na, was wollen Sie? Bitte, Euer Majestät, was? Gott sei Dank ist das ein Kochherz. Wenn das ein Busfahrer ist, fährt der irgendwo hin. Na, der Schädel schaut in die Richtung, die Haxen dorthin. So. Und den Pops brauchen wir uns nicht anschauen, einfach am Buckel gehen. Genau. So. Madonna. So. So, jetzt Ohre. Und als Motivation, weil er Äpfel so gern hat, ne? Vom Apfel abbeißen und los! Und ja, da hat er nicht erwischt. Ah, hat er nicht erwischt. Und hat er nicht erwischt. Hat er nicht erwischt. Aus, das ist ja kein Training. Wir zeigen Ihnen das. Da setzen Sie sich wieder her. Wir zeigen Ihnen, wie das geht, wenn man so richtig ganz arge Kniebeug macht. Wir haben da eine Übung, die ist ganz, ganz arg. Die machen jeden Tag die Kniebeugen. Also, los geht's. Kniebeuge, los! Kniebeuge, los! Wenn es mal nichts mehr zum Fressen gibt, wir lachen sie dann aus an ihrem Grab. Wir kommen durch, da für einen Monat. Die wahre Größe eines Menschen misst man in Kubikdezimeter. Also, am besten, Sie nehmen ein paar Kilo zu, ziehen sich zurück, aber Sie müssen auch mal ein bisschen brav sein. Jawohl, aber Sie. Dashing through the snow in a one horse on its head. All of the kids we got laughing all the way. Seifenstein, haben Sie sich was ausgedacht, um uns zu stressen? Nein, Majestät, ganz im Gegenteil. Jetzt wird es richtig besinnlich. Ah. Weihnachten rückt schließlich immer näher. Na? Ich habe jemanden, der Majestät eine Weihnachtsgeschichte mitgebracht hat. Oh. Die österreichische Erfolgsautorin Bea Kaiser. Oh, ein Buch, danke. Ein selbstgemachtes. Ein sogar. Selbstgemachtes Buch, das gehen wir in unsere Spezialbibliothek, gehen wir das.
Das lesen wir dann, wenn wir mal was lesen. Für die kalten Stunden? Ja, für die kalten Stunden. Ja. Also im Kachelofen brennt es sicher. Ja, auch. Seifenstein, wer Kaiser? Wer Kaiser? Ja, das haben wir gerade gefragt. Wer Kaiser? Wer Kaiser? Wer steht kurz für Verena. Und Kaiser? Für Kaiser? Also sie heißt Verena Kaiser. Genau. Ja, genau. Das können Sie ja gleich sagen, Sie Anfänger. Entschuldigung. Verena Kaiser, wer Kaiser. Schön, dass sie da ist. Ich freue mich auch sehr, hier sein zu dürfen. Ich habe so viel von Ihnen gehört. Was haben wir gehört? Nun, Majestät, Frau Kaiser hat mittlerweile bereits ihren dritten Roman veröffentlicht. Ja, das haben wir natürlich gewusst. Der erste lautete Blasmusik, Pop oder wie die Wissenschaft in die Berge kam und war prompt Platz 1 der ORF-Bestsellerliste. Oh, Respekt. Dankeschön. Worum ist der Gang an? Um ein kleines Bergdorf in den mittelhochperipher-zentralen nordost-südwestlichen Alpen. Also woanders. Genau. Überall und nirgendwo. Oh. Also ein Roman, eine erfundene Geschichte. Ja. Und die Geschichte eines Jungen erzählt, der sehr, sehr einsam ist an diesem Ort, weil er anders ist als die anderen. Wir fühlen uns im Augenblick auch sehr einsam. Was hat sie denn noch? Nein, was hat sie denn noch geschrieben? Was hat sie noch? Mein zweiter Roman ist auf einer griechischen Insel angesiedelt, aber das würde ich jetzt wahrscheinlich zu viel Einsamkeit verbreiten. Wirklich? Schon wieder Einsamkeit? Schon wieder Einsamkeit, ist das das zentrale Thema, die Einsamkeit? In Wahrheit gibt es eine ganze riesige Familie, aber ich will ja Eurer Majestät jetzt nicht mit den Details langweilen. Nein, wir sind halt auch so einsam. Sind Sie tatsächlich? Ja. Erzählen Sie mir Ihre Geschichte. Natürlich nicht. Wenn dann unter vier Augen, aber dann schreibt sie wieder einen Bestseller und wir schauen durch die Finger, ne? Wir können über Beteiligungsmodelle sprechen heutzutage, das gemeinsame Schreiben. Es kann ja auch mehr als ein Autor eine Geschichte inspirieren, erfinden. Ja. Ja. Na, da reden wir dann später drüber. Die Altenberger wartet eh schon. War das Ihr ursprünglicher Wunsch, Autorin zu werden? Wann ist der gereift, dieser Gedanke? Als ich, nachdem mein erster Roman veröffentlicht war, meinen Kontostand betrachtet habe. Da hat sie dann gewusst, schau. Ja, genau. Nein, das muss ich tatsächlich so sagen. Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, da wo ich herkomme. Das kennen Eure Majestät nicht. Das ist wir kennen ganz klein. Österreich. Wir das kennen ganz Österreich. 800 Einwohner, 17 Hügeln im Wiener Wald gelegen. Es ist wirklich sehr klein, ja. Aber schön, aber schön. Wir werden das dann im Detail besprechen später. Ja. Und da, wo ich aufgewachsen bin, war Schriftstellerei kein Beruf. Das war etwas, was man macht, wenn man eine tiefere psychische Störung hat. Und dementsprechend... Ich meine, vielleicht ist das auch gar nicht so unwahr, muss man fairerweise auch dazu sagen, weil das sich jahrelang ins stille Kämmerlein zu setzen und nur mit dem leeren Blatt zu kommunizieren, ist wahrscheinlich eh ein bisschen gestört, wenn ich so drüber nachdenke. Wo waren wir? Wir haben schon lange nicht mehr zugehört. Aber sie hat eine schöne, die Stimme, also, hat sie nie darüber nachgedacht, vielleicht Schauspielerin zu werden, die Stimme ist so... So angenehm, so. Man denkt sich, also Anrufbeantworter besprechen oder so. Oder Worte schleifen, ne? Vorlesen. Also ich bin ja auch sozusagen Vorleserin. Ich durfte jetzt mit meinem letzten Roman 94 Mal das Publikum vor dem Zubettgehen mit Geschichten bespaßen. 94 Mal? Wirklich? Macht ihr so eine Lesetour oder genau, was? Genau, also eine Lesetour durch ganz Deutschland, Österreich, ein bisschen Schweiz, ein bisschen die Niederlande, Luxemburg, Südtirol. Wow. Ist das der neue Roman, den sie da hat? Nein, das ist eine Überraschung für Eure Majestät. Ja. Was wissen Sie über die Dame zu berichten, Seifenstein? Den neuen Roman haben Majestät soeben in die Bibliothek bringen lassen. Er lautet Rückwärtswalzer oder die Mahnen der Familie Prischinger. Aha, worum geht's da?
Um ein Problem. Ja, um es kurz zu fassen. Wollen Sie mehr hören? Ihr? Ihr, verzeihung, ja. Wollt ihr mehr hören? Wir sind per Du und wir sind zu zweit. Und der andere will es aber auch wissen. Also der da und der da. Also wenn ich euch jetzt damit zwangsbeglücken darf, drei ältere Damen aus Wien-Liesing haben das Problem, dass ihr lieber Willi, der Ehemann der einen, plötzlich verstirbt und immer den Wunsch geäußert hatte, nach seinem Tod in Montenegro begraben zu werden. Doch die 15.000 dafür veranschlagten Euros auf dem Begräbnissparbuch hat die Gattin geplündert, um den Online-Shop für nicht essbare vegane Produkte der Tochter zu finanzieren. Und so kommen sie nun gemeinsam mit dem Neffen, einem erfolglosen Schauspieler, auf die Idee, den Onkel Willi zuerst in der Fleischerei gegenüber für ein paar Tage auf Reisetemperatur zu bringen, um ihn dann ins Auto zu verfrachten und selbst nach Montenegro zu fahren. Okay. Und das ist alles in einem Buch. Und noch und dann viel die Reise mehr. Und dann alles. Na, servus. Noch viel mehr, ja. Also, was hat sie denn da in diesem Buch mitgebracht? Sie hat von einer Überraschung gesprochen. Eine Weihnachtsgeschichte durfte ich schreiben. Wirklich? Für euch, ja. Dürfen wir die hören jetzt? Sehr gerne. Na, geht schon. Auf das heurigen Weihnachten hatten sich die Kinderlein besonders gefreut. Erstmals würde die gesamte Familie zusammen feiern. Das Altersheim der Oma war abgebrannt, die Tante hatte nach ihrer Messerattacke auf den Onkel Betretungsverbot und der Cousin Hafturlaub, aber Hauptsache die Kinderlein freuten sich. Am Weihnachtsmorgen wurden sie geweckt vom glockenhellen Geschrei der Oma, die die Mama eine verschwenderische Schlampe rief, weil diese eine Gans zubereitete statt Bratwürsten. Der Cousin schlichtete den Streit, indem er daran erinnerte, dass doch heute Weihnachten sei und er beiden den Hals umdrehen würde wie dem Federvieh auf der Anrichte, wenn sie nicht ruhig und besinnlich seien. Die Mama schluckte daraufhin zwei von Tantes Xanax und die Tante, die keine Xanax mehr hatte. Weißt du, die Geschichte ist doch noch nicht zu Ende. Ja, für uns schon, für uns schon. Also wenn ihr wollt, ich kann eure Hand halten. Ja, genau. Ja. Ich kann eure Hand halten, Meister. Ja, natürlich. Ihr wollt alle meine Hand halten und dann habe ich keine mehr. Aber wir wollen doch noch das Ende hören. Ja, es geht ganz schnell, es ich verspreche schnell. Es geht ganz schnell. Ja, ja, bitte. Also die Tante, die dann keine Xanax mehr hatte, fuhr kurz weg ein Weihnachtsfeuer machen mit dem Benzinkanister aus der Garage. Dass die Kinderlein Smartphone bekommen hätten, erfuhren sie nie, weil der Cousin sie online verkauft hatte. Aber zu Weihnachten geht es ohnehin nicht um die Geschenke, sondern nur darum, dass die Familie zusammen ist. Seifenstein, bevor wir uns da jetzt wieder hinsetzen, ja, hätten wir gern gewusst, was das privat für ein Mensch ist. Haben wir da vielleicht Informationen über Sie? Majestät, sie ist ein sehr fröhlicher Mensch und vor allem scheint sie kein chaotisches Genie zu sein, sondern sie hat gern Ordnung in ihrem Leben. Aha, das ist wichtig. Und zwar folgt sie da einer besonders interessanten Ordnung, und zwar der Marie Kondo Hofbildstelle, bitte. So, wenn sie so ein ordentlicher Mensch ist, na, dann können wir uns ja hinsetzen, nicht? Und sonst, was wissen wir über Sie privat, Seifenstein? Nun, Majestät, sie liebt das Lateinische und das Altgriechische, das hat sie sogar studiert. Seifenstein, gibt es einen Mann in Ihrem Leben? In der Tat, Majestät. Es handelt sich um einen Italiener, der einen interessanten Beruf hat. Killer? Mafia-Killer? Nicht ganz, Frau Kaiser nennt ihn Spazidoktor. Ein Tierarzt? Für das kleine Tierchen zwischen den Beinen des Mannes. Ein Spazi. Sie hat ihm eine Torte gebacken. Hofbildstelle, bitte.
Che cazzo succede? Sie hat also außergewöhnliche Hobbys. Auch noch. Was ja, tut's denn sonst Sie, noch? Sie müssen verstehen. Ihr müsst verstehen. Ja, ich bin auch schon ganz durcheinander. Was Wirklich? Soll ich machen? Ja, ganz durcheinander. Ja. Wir sind durcheinander, ernsthaft? Ich bin auch durcheinander. Wirklich? Wir könnten gemeinsam durcheinander sein. Das ist eine gute Idee. Wissen Sie was? Ziehen Sie sich in unsere Privatgemächer zurück. Wir sind dann gemeinsam verwirrt, okay? Seifenstein, ist noch jemand draußen? Jawohl, Majestät, aber ich denke, das kann ich ein bisschen abkürzen. Exzellenz, darf die gute Fee jetzt endlich zum Kaiser? Aber selbstverständlich, gleich nachdem du mir meinen dritten Wunsch erfüllt hast. Gerne, Exzellenz. Ich wünsche mir, dass du die Zeit um 3 Stunden zurückdrehst. Ach, komischer Wunsch. Aber bitte. Ja, Lugner, wo ist denn jetzt die gute Fee? Ich glaube, die ist noch im Kostümverleih. Wenn das so ist, frohe Weihnachten. Ist schon gut, Exzellenz. Was machen Sie denn da? Zweifelstein? Beisteht. Wir hätten eine Frage zur Audienz. Und wieso ist das Auditorium schon da? Majestät, es gab ganz offensichtlich einen Riss im Raumzeitkontinuum. Ach so. Ja, dann reißen wir wieder ab. Zu Befehl, Majestät. Das ist komisch. Das ist komisch. Das muss die Auswirkung von dieser falschen guten Fee gewesen sein. Na ja, wo Sie schon hier sind. Biedermeier, Musik, schnell! Und vorwärts, Gebäck! Verhalten Sie sich einfach ruhig. Sie werden jetzt ein bisschen unterhalten. Sie werden ein bisschen verpflegt. Und in 2 Stunden sehen wir uns dann wieder. Los geht's!